Sie haben sich eigenmächtig und ohne inhaltliche Begründung über den Willen der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen hinweggesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin bereits gesagt, auch Sie, meine Damen und Herren von der Union, auch Sie müssen sich in diesem Zusammenhang unangenehme Fragen stellen lassen. Sie müssen den Menschen in Niedersachsen erklären, unter welchen genauen Umständen der Fraktionswechsel von Frau Twesten zustande gekommen ist. Wann haben Sie erstmals über einen Fraktionswechsel gesprochen und wer hat diese konkreten Gespräche mit Frau Twesten geführt? Und was die Menschen in Niedersachsen am allermeisten interessiert, was für ein Preis wurde gezahlt? Sie haben sich eigenmächtig und ohne inhaltliche Begründung über den Willen der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen hinweggesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin bereits gesagt, auch Sie, meine Damen und Herren von der Union, auch Sie müssen sich in diesem Zusammenhang unangenehme Fragen stellen lassen. Sie müssen den Menschen in Niedersachsen erklären, unter welchen genauen Umständen der Fraktionswechsel von Frau Twesten zustande gekommen ist. Wann haben Sie erstmals über einen Fraktionswechsel gesprochen und wer hat diese konkreten Gespräche mit Frau Twesten geführt? Und was die Menschen in Niedersachsen am allermeisten interessiert, was für ein Preis wurde gezahlt? Sie haben sich eigenmächtig und ohne inhaltliche Begründung über den Willen der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen hinweggesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin bereits gesagt, auch Sie, meine Damen und Herren von der Union, auch Sie müssen sich in diesem Zusammenhang unangenehme Fragen stellen lassen. Sie müssen den Menschen in Niedersachsen erklären, unter welchen genauen Umständen der Fraktionswechsel von Frau Twesten zustande gekommen ist. Wann haben Sie erstmals über einen Fraktionswechsel gesprochen und wer hat diese konkreten Gespräche mit Frau Twesten geführt? Und was die Menschen in Niedersachsen am allermeisten interessiert, was für ein Preis wurde gezahlt? Wir haben in viereinhalb Jahren keine einzige Abstimmung verloren und auch mit den vielen namentlichen Abstimmungen konnten Sie uns nicht in die Enge treiben. Meine Damen und Herren, dass sich Mehrheiten verändern können in einer Demokratie, das ist etwas völlig Normales und das ist auch gut so. Allerdings, und das betone ich hier ausdrücklich, sollten über diese Mehrheiten die Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht einzelne persönlich enttäuschte Abgeordnete. Wenn eine Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages aus ausschließlich eigennützigen Gründen die Fraktion wechselt und damit die von den Wählerinnen und Wählern gewollte Mehrheit im Niedersächsischen Landtag verändert, halte ich das persönlich für unsäglich und ich halte es für sehr schädlich für unsere Demokratie. Ich halte es deswegen für unabdingbar, dass der Niedersächsische Landtag möglichst rasch seine Selbstauflösung beschließt und möglichst bald bei uns in Niedersachsen Neuwahlen stattfinden.